Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Oh ja, Bruderherz. So, ihr weißt Lieben, du, was ich an Tagen wie diesen so mag, Jan? Zurück. Den Duft von Kamille, der satt in der Luft liegt. Unter anderem. So, stopp mal kurz. Wir sind unterwegs. Und zwar machen wir ja das DLC. Das hier. Das gehört jetzt irgendwie zusammen. Mit einer Bande im Bunde. Das machen wir nämlich. Wie auch immer das heißt, habe ich vielleicht bis dahin dann herausgefunden, was wirklich die Überschrift von diesem DLC ist. Ja, das Babysitten. Und wir sind gerade mit den Leuten hier unterwegs. Das haben wir beim letzten Mal gestartet. Und wir machen jetzt die erste Patrouille. Das ist scheinbar dann böses Blut. Das gehört alles zu diesem mit einer Bande im Bunde. Das einmal. Das Problem ist, sie reden nebenbei und ich rede auch. Dann wird es ein bisschen schwierig. Und wir mussten uns auch verprügeln. Und ich wusste nicht, dass es direkt losgeht. Ich dachte, wir könnten uns hier nochmal umziehen. Mir geht es nicht ganz so gut. Deshalb dachte ich jetzt mal, vielleicht können wir hier irgendwie... Hab ich nichts zurück dabei? Also hier könnte ich mir vielleicht einmal 3 Ringelblumensäfle rüber transferieren. Perfekt. Und vielleicht einen einfach mal kurz nehmen. Sie haben es einfach schon komplett kaputt, was ich anhab. Super. Läuft perfekt. Wo ist jetzt mein Ringelblumensaft? So. Das sieht auch mal nicht besser aus. Naja, okay, es wirkt ja. Genau, wir sind mit denen hier unterwegs. Bin gespannt. Und darunter das fruchtbare Tal, das sich an die Hügel schmiegt. Den frischen Tau, glitzernd auf weichem Moos. Den süßen Duft von Honig in der Nase. Pappeln, die stramm und steif in den Himmel ragen. Ja, erinnert mich an den Tag, als wir zwei Fidas Mutter gefickt haben. Sehr witzig. Ja. Selten so gelacht. Meine Mutter lachte auch. Hab's ihr gut besorgt. Ja, wenn man nichts anderes bekommt als die Mutter. Riecht doch gar nicht nach Kamille. Und Männer? Dann würde ich eher über was anderes lachen, aber es ist okay. Ja, Fida? Wie soll ich sagen? Fida, so sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier bleiben sollten, Anführer. Oh, wie das? Ich habe die Gegend ausgekundschaftet und es scheint fast so, als würden wir schon lange, verzeih, am Arsch der Welt festsitzen. Ja. Das ist hier nicht Paris, wohl wahr. Seit Jackel bei uns ist, habe ich keine neue Ausrüstung und neue Pfeile mehr bekommen. Das behagt mir nicht, Anführer. Verstehe. Was meinen die anderen? Ich weiß nicht, warum Fida herumjammert. Es mangelt hier nicht an Speis, Trank und Weibern. Und Narren in der Schenke, die nicht wissen, wann man aufhören sollte zu würfeln. Baumler? Irgendwie landen wir immer am Arsch der Welt. Mhm. Und immer ist mir mulmig zumute. Jackel? Was soll ich sagen? Ich sollte eine Rüstung kriegen. Aber dann wurde es nur ein dämlicher Eisenhut. Tja, Rüstung gibt's halt nicht in Mädchengröße. Ach ja? Wo hast du denn deine her? Gut, ich weiß eure Aufrichtigkeit. Ich bring die Pferde hier durcheinander. Geil. Versprochen. Wer kämpft und siegt, erhält auch der Mühen Lohn. So war es schon immer. Aber wer nur Silber im Kopf hat, vergisst sein Schwert in der Hand und schadet damit seinen Gefährten. Daher vergesst nie die goldene Regel. Ihr könnt scherzen und jammern, so viel ihr wollt. Aber was am Ende über Sieg oder Tod entscheidet, ist das Vertrauen in euren Anführer, den ihr frei gewählt habt. Das solltet ihr nie vergessen. Amen. Ich habe hier kurz Pferde-Ping-Pong gespielt. Wieso bleibt er stehen? Ach, da hinten ist Rauch. Anführer, ich glaube, es gibt etwas für uns zu tun. Oh Gott. Wohlan! Hinter mir bleiben und Augen auf! Kann mal hier ein bisschen schneller unterwegs sein. Okay. Also, wir machen einfach nur Patrouillen von Dorf zu Dorf und da, wo wir Rauch sehen, geht's hin. Okay. Was glaubt ihr, erwartet uns dieses Mal, Männer? Weiß ich nicht. Groschen versteckt in einem Pisspot unter dem Bett oder eine saftige Rinderhüfte, die niemand essen will. Was? Die kriegst du nur, wenn du sie jemanden aus dem Bauch rausschneidest. Mir
läuft schon das Wasser im Munde zusammen, oh Bruder. Wo ist mein Messer? Falls ihr Beute macht, werde ich im Lager dann nur allzu gerne mit euch um eure hart verdienten Groschen würfeln. Armer alter Fieder, verpasst immer den spannendsten Teil. Was ist mit dir, Baumler? Was glaubst du, was uns erwartet? Leid und die Vergänglichkeit des Seins, wie immer. Stets gut gelaunt, nicht wahr, Baumler? Solltest dir eine Scheibe vom Stein abschneiden und die Klappe halten. Besuche das ausgebrannte Gehöft, versuche Spuren der Angreifer zu finden. Okay. Dann machen wir das halt doch mal. Halt die Augen offen. Kann gut sein, dass sich hier noch jemand versteckt. Sucht nach Hinweisen und befragt die Leute. Welche Leute? Die liegen da, glaube ich, tot. Geh erstmal zu den Leichen. Oh Gott, was für ein Massaker. Warum? Die schlafen nur. Es gab wohl keine Gegenwehr. Sie wurden wie Tiere abgeschlachtet. Sind auch überall Pfeile. Also es gab... Das ging wohl alles ganz schnell. Also auf jeden Fall mit Bogenschützen hier. Gütiger Heiland. Aber dazu kann ich nichts sagen. Mal hier rein. Oha. Oha. Hier wurde ein bisschen was, auseinandergenommen in der Wohnung. Bitte. Aber hier ist auch nichts, also gar nichts. Steine empfindet wenigstens etwas mehr Empathie als die anderen hier. Gut zu wissen. Schauen wir uns mal das Kuckelding an. Oha. Also hier wurde dann auch irgendwie was abgelassen. Leider auch die Weiber. Was macht der da? So, der durchsucht den richtig. Cool. Konnte ich nicht. Ich gucke immer nur runter und philosophiere. Rett dich einer Leiche bringt Glück. Hier glüht es noch. Die Angreifer können noch nicht allzu weit sein. Kann ich da reingehen? Kann ich gut gebrauchen. Auch das. Ist ja drin noch ein Hinweis. Bei Neuhofer hatten wir auch so andere Hinweise gefunden zwischen dem Schutt. Also. Aber das haben sie stehen gelassen. Die Hütte hier. Kurz mal waschen. Das Heu hätten die ja auch anzünden können. Ich frage mich halt, was hier ist. Sieht halt eher so aus, als hätten sie irgendwas weggeschleppt und da hinten war ja auch so ein Fleck. Oha. Ja. Armes Geschöpf. Also einen Hund hatten die auch. Ich sehe schon, gleich kommt mir irgendwas entgegen. Ist hier noch das Feuer an? Ah, ne, ist eine Kerze. Ich gehe jetzt in die Küche rein. Hab was gefunden. Kuno wird davon erfahren wollen. Schild des Zul-Adels. Nachricht für den Herrn Ratzek und ein Dolch habe ich jetzt bekommen. Gucken wir jetzt gleich an. Schauen noch schnell in diesen Raum hier rein. Nö, hier ist auch nichts weiter. Ist hier draußen noch irgendwas? Ja, ist auf jeden Fall da irgendwie am Gucken. Ne, so generell nur. Wahrscheinlich. So. Bin ich denn das?
Schild des Zuladens, den Dolch, ein stinknormaler Dolch, die Nachricht. Ist mit dir durch, ne? Ratzig, Kubilla, du skrupellose Bestie. Der es an jeder christlichen Moral gebricht, ich klage dich an. Samt und sonders hast du deine Tugend und deine Ehre verraten, als du dich zu den grausamen Missetaten gegen mich und meine Ahnen hast hinreißen lassen. Desinthalben schimpfe ich dich ein Hundesohn. Ich fordere dich zum Duell, wie es sich für Ritter geziemt, damit du dich nicht feige hinter den Mauern einer Burg verstecken kannst und um dir die Möglichkeit zu geben, deine Ehre und die deines Hauses zu verteidigen. Solltest du ablehnen, werde ich durch diese Lande ziehen und aller Enden kundtun, welch schändlicher Halunke du bist, unwürdig der Gefolgschaft redlicher Mannen. Und deinen Schild werde ich als Symbol der Schande an den Pranger nageln lassen. Ich schwöre vor Gott, dem allmächtigen Herrn, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen handle und gebunden an die Ehre meiner Familie nur in dem Maße Vergeltung üben werde, wie du es verdienst. Mein Groll richtet sich nur gegen dich. Doch je länger du dich verkriechst, desto länger werde ich plündern, durch die Provinz ziehen. Mit reinem Gewissen, denn der Schuldige bist du. Geht noch weiter. Gezeichnet am 2. Juni des Jahres 1403. Herr Hagen Zuhl. Okay. Was hat denn der gemacht? Berichten wir mal, was ich gefunden habe. In einem Schuppen fand ich diesen Schild und einen Brief. Scheint eine Nachricht für uns zu sein. Zeig mal her. Dieses Wappen, es stammt von den Zuhls. Gefährliche Leute sind das. Perfekt. Ich glaube nicht, dass hier noch etwas ist. Aber wir bleiben noch eine Weile. Und du berichtest ratzig von den Vorkommnissen. Was weißt du über diese Zuhls? Eine verarmte Adelsfamilie. Die Zuhls kämpften in den Markgrafenkriegen in Mähren. Aber was sie in Böhmen wollen, weiß ich nicht. Ich würde gerne nach den Angreifern suchen. Weit sind sie bestimmt noch nicht gekommen. In Ordnung. Ein zusätzliches Paar Augen kann nicht schaden. Wir sehen uns noch ein wenig um. Dann reiten wir zurück ins Lager. Okay. Ich würde sagen, ich erstatte Herrn Ratzig Bericht. Das andere Quest. Ich wäre jetzt nach in die eine Richtung hier geritten, wo die Pfeile herkamen. Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Wie das gespeichert. Vielleicht sterbe ich ja mal wieder. Warum ist mein Leben schon wieder runtergegangen? Ich verstehe das nicht, ne? Weil vielleicht, obwohl sie kamen von da, glaube ich, sie kamen doch von hier bestimmt. Und sind dann durch. Weil da sind halt die Pfeile. Ich reite mal jeweils ein Stückchen den Weg entlang. Ich weiß nicht, ob jemand verletzt wurde, weil da gab es ja auch so rote Wattfarbe. Und da muss irgendjemand doch auch noch verletzt worden sein. Aber von da kamen wir ja. Aber von der anderen Seite kamen die Pfeile. Sie hätten auch runtergehen können, ne? Das wäre ja dann schon eins weiter. Das ist ja dann quasi das nächste, der nächste Hof. Aber warum ist hier die Markierung? Herr Ratzig wollte doch zum Lager. Zum Außenposten. Das ist Herr Ratzig. Ja.
wollte nämlich gerade sagen. Ja. Sie können natürlich überall sein. Also bei dem einen, bei Neuhof, wo wir so gucken mussten, wo die hingeflohen werden, gab es so kleine Hinweise wegen dem Blut. Hätte ich jetzt hier genauso gemacht, weil wir halt hier auch Pfützen, es waren quasi Pfützen, gesehen haben. Und ja. Hier war irgendwie, weiß ich nicht, die auf jeden Fall relativ chillig rumsitzen. Kann ich mit denen reden und fragen, ob die was gesehen haben? Kann ich von denen Hinweise bekommen? Ja. Haben sie Spuren hinterlassen? Sie kamen aus Nordwesten. Ein oder zwei Reiter. Und ein paar zu Fuß. Sonst noch etwas? Nein, nichts. Okay, sie kamen aus Nordwesten. Zwei Reiter. Wie soll ich das alleine? Bitte schön schaffen, kann mir das mal jemand sagen. Nordwesten? Also, die Pfeile sind aber auf der anderen Seite. Hätte er gedacht. Heute habe ich kein Glück. Ich frag nicht nach. Und? Etwas Interessantes gefunden? Ach was. Haben nicht viel übrig gelassen. Aber einer hat noch gelebt. Wie bitte? Hat er dir irgendwas erzählt? Er murmelte was von einem Herrn so und so. Zul, glaube ich. Na, das haben wir schon herausgefunden. Könnte der Verfasser dieser Nachricht sein. Sie kamen aus der Richtung. Da müssten sie eigentlich weitergezogen sein. Und dann nochmal Pfeile abgeschossen? Das verstehe ich eben nicht. Die haben keine halben Sachen gemacht. Ach, das ist Herr Kuno. Obwohl, ich kann sagen, warte mal, das will ich mal ausprobieren. Es gibt schon Stress. Kuno, deine Männer plündern Leichen. Was dachtest du denn, Heinrich? Die Macht der Gewohnheit. Und die meisten der Jungs hatten es nie leicht. Ich auch nicht. Mach das mal lieber Herrn Ratzig klar. Du stehst in seinen Diensten und er erwartet, dass ihr euch so benehmt wie seine Männer. Ehrenhaft. Misserfolg. Aha. Sag ich ja. Was bist du? Etwa ein Spitzel? Ein Ortskundiger. Der uns auf den Weg der Rechtschaffenheit führen will. Jo. Weißt du was? Geh doch zu Ratzig und erzähl ihm alles. Ich riskiere hierfür nichts mein Leben. Gerne kann ich dir das überlassen. Aber du bist Herrn Ratzig etwas schuldig. Ja, und zum dritten Mal kümmere ich mich um seinen Mist, ohne einen Groschen zu kriegen, weil ich ihm etwas schuldig bin. Ich sag dir was, Heinrich. Lieber jemandem einen Karren Silber schulden, als einen Gefallen. Ja, wahre Worte. Ja, der betet ja nur. Mal gucken, ob die hier was gefunden haben. Das ist ein Kühe, ich wollte gerade sagen, Pferd. Hast du Spuren entdeckt? Ja, ein oder zwei Reiter auf der Wiese Richtung Sonnenaufgang. Interessant ist, dass sie die Straße gemieden haben. Sonnenaufgang? Sie ritten gen Osten. Und es sind vermutlich mehrere Männer zu Fuß mit dabei, die schwer tragen. Dann sind sie nicht schnell unterwegs. Oh, genau. Gott. Und sie hinterließen eine Blutspur. Mindestens einer Dacht von ihnen könnte verletzt sein. Oder aber sie haben jemanden vom Gehöft verschleppt. Gute Arbeit. Danke. Okay, das heißt, wir müssen nach Osten. Wie ist das markiert? Wo plötzlich? Ach so, weil sie die Straße meinen und dort wahrscheinlich, wir müssen den Blutspuren folgen. Oh Gott. Da oben? Bei der nächsten Hütte. Halt dunkel, das ist ein bisschen schwierig. Ich möchte jetzt auch gerade ungern eine Fackel anmachen. Jagdgebietrehe. Wenn wir hier... Ja... Leute suchen. Jetzt allerdings schon. Sonst kann ich da nicht rein. Bisschen blöder.
so spät ist. Oha. Totes Pferd. Armes Geschöpf. Gejagt wie wild. Also hier lang wahrscheinlich. Bin auffällig wie weiß ich nicht was, ne? Okay. Waldgarten, okay. Ich muss aber wissen, also sie sind auf jeden Fall hier irgendwie rein. Da lag halt was Totes rum. Aber... Sie sind hier entlang. Ich will gar nicht. Es sind mehrere. Dann noch auf dem Pferd. Dann noch im Dunkeln. Das ist schon wieder so ein Ding, wo ich mir denke, was mache ich hier eigentlich? Also gleich sterben, ja, aber liegt da schon wieder irgendetwas. Auf dem Gehöft wurde wohl Gegenwehr geleistet. Na, war wohl nichts. Aber zumindest kenne ich die Richtung. Sag mal. Das wird immer mehr. Gut, sie haben hier doch nebenbei noch was abgedingst. Ich höre was ganz, ganz leise. Jetzt sehe ich natürlich gar nichts mehr. Geradezu sind Leute. Ich höre da ganz leise was. Ich schleich mal. Ich glaube, die verhandeln über Geld. Verstehe ich nicht. 25 lasse ich mir eingehen. Wenn du 5 nimmst und ich 10. 25 klingt nach einer guten Da sind sie. Dann machen wir es so. Hey, wer ist da? Was ist das? Hey, wer ist da? Die haben mich... Ja, wartet mal. Ich hatte ja schon ein paar Sachen gelevelt gehabt, aber ich, mein Hund, dann könnte ich wenigstens sehen, wo die sind. Es sind auf jeden Fall mindestens 2 Hundeflüsterer. Ist da. Ach.
Ich kann nicht mit Schwert schleichen. Wer ist da? So glaub mir doch, wer ist da? Könntest du das Zeug viel besser tragen. Aber der ist schon voll. Du musst nur die harten Sachen nach unten tun und die zerbrechlichen oben drauf. Hey, wer ist da? Muss ich ja wieder alles rausholen. Deswegen habe ich dir das vorhin schon gesagt. Aber du meintest, da? Das Tool wertvolles Zeug sehen will. Deswegen sind die Kelche oben. Tool will Groschen sehen. Hey, und als ich das letzte Mal da? Gezählt habe, waren es 40 weniger. Das sind richtig viele. Was ist hier los? Tauchen sind wir geliefert. Was ist Vielleicht das? Vielleicht taucht das Geld ja wieder auf. Hey, mag sein. Wer ist aber da? Dann verschwinden bestimmt wieder 20 Groschen und dann haben wir nur 20 für zu. Kann ich die anderen holen? Da die Angreifer noch nicht weit gekommen. Ich könnte die Angreifer aufspüren. Ihre Missetaten werden nicht ungesühnt bleiben. Und ich bin mir sicher, Herr Kuno würde nur allzu gern dafür sorgen. Was ist das? Was ist hier los? Hey, wer ist da? Dann bleiben 24 übrig. Ich würde auch mal... Wartet mal... bring es auch mal rüber. Und habe ich noch Gift bei mir im Inventar? Ah nee, meine Pfeile sind vergiftet, ne? Aber ich sehe nichts. Was ist das? 25 lasse ich mir eingehen. Müsste halt wieder zurück. Der Aktivitätengeber. Also, nee, wir waren hier. Dem Hof war ich doch. Und dann bin ich hier durch. Da war ich in dem Hof und ich bin hier durch. What? Weil da scheint irgendwas von Rehgebiet. Deshalb war ich doch da lang gelatscht. Und dann zu so einer kaputten Hütte. Hier war ich. Hier. Ich überlege nämlich gerade, ob ich das so mache wie bei Rotschopf und halt zurückgehe zu Herr Kuno und sage, ich habe die gefunden, wollen wir sie angreifen? Mach das mal, ich probiere das mal aus. Problem ist, ich muss mir das markieren, falls ich das alleine machen muss. Ich speichere mal. Nein. Ach, das ist jetzt so schwierig zu entscheiden, weil ganz komisch ist, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt wirklich zurückgehen kann oder nicht. Oder ob das jetzt irgendwie hier schon wieder, ist. Und ich muss ja jetzt hier geradeaus schleichen. Was ist hier los? So. Jetzt sehe ich ja mehr. Okay, das ist ein kleines Minilager. Ja, jetzt sehe ich die, jetzt wurde das ein kleines bisschen besser. Also da Nordosten und Südwesten ist Licht. Ich will bitte was sehen, danke. Also halb sehen. Ich sehe nicht sonderlich viel. Können wir mal kurz da wegrennen. Dann sage ich denen mal Bescheid. Vielleicht klappt es ja, dass ich mit denen da hingehen kann. Weil die mussten, ja stimmt, die mussten Nachtlager aufstellen. Vielleicht ist es deshalb abends, weil sie halt machen halt Rast. Okay. Ja, dann. Also, ich habe es ja markiert, falls ich die jetzt hinführen muss.
Ich will mal gucken, ob ich das so machen kann wie bei Rotschop, weil das hat sich nach und nach, das mag ich nicht, noch mehr angehört. Und ich würde es bestimmt schaffen, wenn ich so ein bisschen mein Schwert vergiften könnte. Das Problem ist, ich habe das ganze Zeug, was ich schon benutzt hatte, mein ganzes Gift, was ich hatte, schon für die Pfeile verwendet gehabt. Da wäre ich ein bisschen blöde. Mal gucken, aber vielleicht habe ich ihn natürlich verärgert. Das kann halt auch, das kann nicht auch sein. Wo ist er denn? Hä? Och nö. Wo ist denn der Typ jetzt? Ach nö. Kann ich ihn fragen? Nee, ich kann nur stehlen. Ja gut. Dann muss ich es alleine machen. Ich habe quasi keine andere Wahl. Weil ich den Typen jetzt nicht finde. Ach, sowas mag ich immer nicht, ne? Wenn man nicht weiß, wo. Die sollen bitte an ihrer Stelle stehen bleiben, wo sie sind. Oder da ich da mit dem Schild, der ist es doch, oder? Stopp! Ja. Gut. Ich habe sie gefunden. Wirklich? Gut gemacht. Wo stecken sie? Im Wald. Auf einer Waldlichtung, ein Stück östlich von hier. Sie teilen die Beute auf. Weißt du, wie viele es sind? Millionen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht 7? Etwa 7. Das klingt viel. Wird eng. Ich sage den Jungs, dass wir uns um sie kümmern. Still und leise. Hey! Da oben müssten wir jetzt aber hin. Hilft Herrn Kuno dabei, die Angreifer zu erledigen. Hilft mich mein Hund schon wieder so sehr, ne? Hört her! Heinrich hat diese Bastarde vom Gehöft aufgespürt. Sie teilen nicht weit von hier ihre Beute auf. Stürzen wir uns auf sie und zeigen es ihnen. Wohl an! Ich muss nicht vorlaufen, ne? Ich will mal wissen, wie die kämpfen jetzt ohne Sicht. Ah, okay, wir nehmen auch die Abkürzung hier. Ich lauf lieber hinterher. Schweigend wie ein Grab, würde der Stein sagen. Der war gut. Besser als der von neulich. Wie ging das? Hat's dir die Sprache verschlagen? Hör auf, bitte. Oder ich sterbe vor Lachen. Also mir tut der Stein leid. Er kann nicht mal die Mütter seiner Feinde beleidigen. Ach, das erledigt Jackel, dieses Großmaul. Wie seid ihr früher nur ohne mich ausgekommen? Also, das Gute ist, ich hätte es nicht markieren müssen, ne? Ich hätte gedacht, dass ich sie hinführen muss. Bin mal gespannt, ob mit etwa 7 das hinkommt. Das klang aber nach so viel, ne? Ich hab mal die Fackel ausgemacht. Wem mussten wir letztes Mal den Arsch retten? Ich sehe die Schilder. Schnauze! Tretet das nicht breit. Ach, jedem wird mal der Arsch gerettet. So läuft das bei uns. Gewöhn dich dran. Ich lass mich bestimmt nicht von ein paar Strauchdieben töten, die für Kohlköpfe einen Bauernhof plündern. Ich weiß nicht. Man könnte dich selbst glatt für einen Kohlkopf halten. Weil er ein Grünschnabel ist. Müsste vielleicht da sein. Versteck dich in einem Korb, ja? Ich glaube, ich nehme mal so einen Trank. Ich weiß nicht, wie doll es gleich eskaliert. Und ich will ja nicht, dass hier Leute sterben. Also ich würde schon mithelfen. Hier, Wermutgeist war doch, oder? Deine Stärke und Fertigkeit Kampf wird für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht.
reichen nur aus. Kann ich ja jederzeit wieder herstellen. Es geht los. Ich wollte gerade sagen, Spiel gespeichert und wollte ich nicht still und leise und dann machen sie ein Kampfgeschrei? Weiß ich nicht. Okay, Nachtsicht. Gerät ist an. Na komm. Ja, so. Scheißdreck. Ich sehe nichts. Ich habe auch keine Ausdauer. Hat das wehgetan? Ich hab ja niemanden mehr. Doch jetzt. Gut, es gibt noch immer welche. Ah. Ist es vorbei? Nehme ich an. Okay, bei solchen Sachen hat man kurz Nachtsicht. Ah, nee. Okay, ich weiß jetzt warum. Wegen dem Wermutgeist ist mein Blick so oder was. Na, das lief ja wie am Schnürchen. Wegen dem... Ah, okay, okay. Wobei wir ein bisschen dicht sind. Oh je. Die Finte von links hat mir gefallen, Bruder. Ja, guter Kniff. Wie nennt man sowas? Berufsgeheimnis, Jungspund. Also das hätte ich nicht nehmen müssen, das Zeug. Ist dir gegen den anderen Kerl die Puste ausgegangen, Bruder? Nee. Aber hier gibt's keine Leichen, die sind jetzt weg. Ach ja? Warum warst du dann auch danach aus der Ah, nee, da. Auf die Sachen nachher. Hätte das nicht nehmen sollen. Ich bin ein bisschen entschuldigt. Ach, hier für meinen Hund. Zu essen. Ach, dem. Wir gehen wieder zurück. Leute, haben die denn jetzt die Beute genommen oder muss ich die noch suchen? Also. Das, was die von dem Hof entwendet haben. Er kauft nachher die Sachen mal. Geht irgendwie, während ich unterwegs bin. Ist halt wieder normalen Blick. Perfekt. Bin aber noch ein bisschen dicht. Zum Pferd. Pferd zum Pferd. Pferd. Alles. Wir müssen uns nicht bewegen. Das Essen gebe ich gleich dem Hundchen. Und auch wieder laufen, ne? So, das habe ich jetzt. Hund essen. Stop. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Das andere kriegt er dann danach noch. Ich habe jetzt zweimal was eingesammelt. Erstmal Hirsch. Stopp. Ach doch, nee, da liegt's. Ist das? Das war ich ein bisschen. Stopp. Funktioniert nicht, wie ich Sieh das mal, gerne was ich machen für dich würde. Habe.
Ganz lecker. Ich glaube, das waren ungefähr 7, oder? Bin mir nicht sicher. Das sah so aus. Okay, perfekt. Bei dem war ich zurück. Ich habe die jetzt aus dem Auge verloren. Weiten die nicht, sie gehen zum Lager. Hallo, Leute. Lasst mich doch nicht alleine. Ich habe mich nicht alleine gelassen. Ach du meine Güte. Aber ich sehe da dieses eine Ding auf der Karte. Das Lager war ja hier, wo einfach ein Bett steht. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich nochmal zu dem muss oder ob ich dann gleich zu Herrn Rat zicken muss. Ich gehe jetzt einmal dahin und ansonsten reite ich Richtung Herrn Rotzig, um ihm Bericht zu erstatten. Soll ich ja auch machen. Wenn ihr jetzt die Beute da mitgenommen habt. Also vielleicht haben die auch mitgenommen. Die brauchen sie ja. Ja, kein Geld dafür, dass sie Patrouille laufen. Hängt fest, das war's. Und das hier für ein Gebüsch. Hallo. Alter, scheiße, die waren da. 10 Kilometer außen rumlaufen, weil die Wand da zu dicht ist. Okay, klar. Ich habe alle Zeit der Welt. Nicht. Geh doch. Geh doch. So. Gehen wir zum Bauernhof, der... Ach doch, da. Sprint. Ich sehe aber kein Licht. Ach doch, da. Da sind sie, glaube ich. Da sind sie nicht mehr. Hier war kurz. Ja, da sind sie. Ja. Also ich habe sie gefunden. Die reiten, glaube ich, wieder zum Lager, wie ja gesagt wurde. Aber ich würde gerne wissen, ob ich noch mal kurz mit denen reden soll. Ich kann nur sagen, fass. Okay. Dann gehen wir... Wo wollte er hin? Da, im Lager, meinte er. Gehen wir nach Thallenberg. Und von dort dann rüber. Müsste mich halt wahrscheinlich auch demnächst hinlegen. Bisschen schwierig jetzt. Ich würde doch ganz gerne Sachen verkaufen. Das Problem ist, der Typ hier hat ja nie Geld. Der Händler, der hier ist. Immer so eine schwierige Geschichte. Lege ich mich hier kurz schlafen? Zu Herrn Ratzig. Bericht erstatten. Wir haben das ja auch erledigt. Rechenschaft und so, ne? Hätten wir auch nicht machen müssen. Und ich wurde nicht angemeckert mit, wir sind ja gar nicht 7. Also hat es irgendwo, glaube ich, schon, ich sag's mal so, gestimmt gehabt. Irgendwie zittert es immer. So komisch. Hm. Egal. So, schlafen legen. Wenigstens ein Stündchen. Machen wir 3. Machen wir 4. Machen wir 4. Ist besser. Dann sind wir wenigstens wieder ein bisschen hoch mit der Energie. Und ich reite ja. Ich mache ja keine Schnellreise. Ich reite jetzt zu Herrn Ratzig. Und zum Lager muss ich ja auch reiten. Das ist ja kein Schnellreisepunkt oder ähnliches. Ja, jetzt sind sie etwas auch komisch. Ich muss unbedingt mein Schwert eigentlich reparieren lassen. Wieder. Der Fackel ist nicht ausgerüstet, dachte. Okay.
Bericht erstatten. Ich muss mich beeilen. Ich will mich hier nicht aus dem Weg, Hund. Oh, ich habe da noch was zu essen, warte. Dann kriegt er gleich noch was. Ist ja der nächste Tag. Ja, nicht ganz. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Bevor das schlecht wird. Und ich bin grill es ja nicht. Es ist so auf jeden Fall besser. Ich am meisten Kohle mache ich, wenn ich meine Sachen, die ich einfach mitnehme oder plündere, bei Patrick verkaufe. Die anderen haben ja auch gar nicht genügend Geld, dass ich da irgendwas machen kann. Ich glaube, der Weg war das, oder? Ne, ich muss erstmal hier rund. Ich muss hier über die Brücke. Und dann da lang. Hier so lang. Okay. Schön. Den Weg kenne ich doch. Brücke. Falsche Brücke. Aber darf ich jetzt hier so lang kommen? Ja. Hier ein bisschen außen rum. Oh je, meh. Ach, Pferd. Nervt nicht. Einfach mehr. Geht keine Schnellreise dahin. Ich laufe hier durch. Und hol dann das Pferd. Ich glaube, es ist besser und hilfreicher. Besonders weil, ja. Ich habe keine Ahnung, das Dorf ist mir zu verschachtelt. Hier geradeaus und dann ums Eck. Ja. 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 Ich glaube hier. Mal schauen, wo ich ankomme. Mal wieder durch den Wald. Weil meine Laune so Bombe ist immer beim Reiten. Also, brauche ich ein neues Pferd. Ich wollte erst eins holen, wenn das hier stirbt. Ich habe ja. Da ist er. Ich habe ja eins. Weshalb? Oh, mir geht's auch besser vom Gesundheitsdings her. Gar nicht drauf geachtet. Herrn Ratzig. Hallo. Wie viele Lager haben wir? Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Wir haben voll viele Lager, ne? Gibt schlechte Neuigkeiten? Herr, es gibt schlechte Neuigkeiten. Nahe Merhojet ist ein Gehöft abgebrannt. Oh Gott. Erst Pribislawitz und jetzt auch noch Merhojet. Dieses Mal ist es anders, Herr. Wir fanden ein Wappenschild. Mit dreifarbigem Stern auf blauem Grund. Ich kenne das Wappen, unglücklicherweise. Es stammt von den Zuls. Ja. Wir fanden auch einen Brief. Lass ihn, Junge. Wenngleich ich bereits ahne, was darin geschrieben steht. Hier, bitte, Herr. Skrupellose Bestie. Grausame Missetaten. Hundesohn, ich fordere dich zum Duell. Ehre verteidigen. Schändlicher Halunke. Er stammt von Hagen Zuhl. Ja, guter Zusammenfassung. Das war zu erwarten. Groll aus alten Zeiten, der mich nun heimsucht. Ja, sowas gibt's immer. Wie kam es zu diesem Zerwürfnis, Herr? Eine lange Geschichte. Könntest du mir das Wichtigste erzählen, damit ich weiß, mit wem ich es zu tun habe? Gut, in gebührender Kürze. Vor Jahren musste ich eine Fehde zwischen den Zuls und einer anderen Familie schlichten. Ja. Die Zuls waren klar im Unrecht, doch sie lehnten meinen Urteilsspruch ab. Ich ließ das Oberhaupt der Familie hängen, ihre Burg schleifen,
und ihre Besitztümer beschlagnahmen. Perfekt. Seitdem sind sie nicht gut auf mich zu sprechen. Ach, wirklich? Wenig überraschend. Aber dein Gewissen ist rein. Ja, auch wenn ich mit äußerster Härte vorgegangen bin. Und auch wenn die andere Familie der meinen recht nahe steht. Okay. Dieser Herr Hagen will sich mit dir duellieren? Offenbar hofft er, dass ich mich auf dieses ausgediente Mittel zur Streitschlichtung einlasse. Aber kannst du solch ein Duell überhaupt ablehnen? Wäre das kein Ehrverlust? Heinrich, mein Junge, die Ehre ist ein wichtiges Gut und sollte tunlichst gewahrt werden. Es gibt jedoch Probleme, die eine andere Sicht erfordern. So wie dieses? Ja, so wie dieses. Hagen fordert mich allein deswegen zum Duell, weil er bessere Erfolgsaussichten hat. Ich bin seit 15 Jahren königlicher Hauptmann und gehe Amtsgeschäften nach. Hagen hingegen kämpft in den Markgrafenkriegen in Mähren und auch andernorts als Söldner. Wer, denkst du, würde das Duell wohl gewinnen? Ihm geht es also gewiss nicht um die Ehre. Hm. Er ist einfach nur berechnend. Doch ich bin kein Narr und werde mir nicht seine Regeln aufzwingen lassen. Verständlich, verständlich, okay. Was gedenkst du zu unternehmen? Du wirst dich mit Kuno und seinen Männern wohl oder übel um Hagen kümmern müssen. Oh nee. Je länger er plündernd durch die Lande ziehen kann, desto mehr sehe ich mich gezwungen, nach seiner Pfeife zu tanzen. Du müsstest dich mit ihm duellieren? Ich hoffe, soweit kommt es nicht. Und wer weiß, vielleicht will er selbst nicht kämpfen. Gut möglich, dass er auf Groschen aus ist. Nun gut, wir kümmern uns um ihn. Natürlich. Ich vertraue dir, Heinrich. Lieber nicht. Das ist vielleicht doch ein bisschen, Okay, haben wir. Alles Gute. Die Quest haben wir jetzt abgeschlossen und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zu Kuno zurück, nehme ich mal stark an. Begib dich im Lager zu Herrn Kuno. Ja. Hier. Das weitermachen. Dafür muss ich wieder nach da unten. Ja, kein Problem. Machen wir dann. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, wir bleiben ja erstmal bei dem Ding hier. Und wir sehen uns dann nächstes Mal dort im Lager. Und es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ciao.